Das weiß ich nicht. Weil es ja hier, soweit ich das in Erinnerung habe, keinen Keller gibt. Oh, wir haben ein Talisman erhalten. Bestimmt aus Silber. Nee, Silber ist, glaube ich, wohl bei Vampiren ist Silber, glaube ich, egal. Eben. Den rüsten wir dann gleich mal aus. Oh, du. Haben wir das Schwert. Ja, die Rüstung. Die Rüstung. Und den Talisman. Schiffsverfluch. Ja, die sagen und alle noch einer. Wahrscheinlich so, Meister, Meister. Schenk mir Rosen. Rosen auf mein weißes Kleid. Na, so weiß sind deren Körper nicht. Okay, hier ja, das stimmt. Tja, hat er Pech gehabt. Hier? Hier steht ein Buch mit dem Titel Legende der sieben Lebensgeister. Sieben Lebensgeister existieren. Doch sind sie versteckt vor allen Lebendigen. Sie sind der Ursprung. Kein Sterblicher hat sie je gesehen. Doch sind wir sicher, dass sie existieren. Sollte es jemals jemandem gelingen, alle sieben Lebensgeister zu finden, wird ihm unendliches Leben sicher sein. Und es wird sich über alle Jahrhunderte dieser Erde ein schönes Leben aufbauen können. Ja, ein schönes Leben. Unendliches Leben. Das habe ich bereits jetzt. Doch es ist eine Qual. Ey, sein unendliches Leben hat gerade erst begonnen. Es ist aber trotzdem schon eine Qual. Ja. Siehst du, jetzt bist du unten. Siehst du? Ja. Warte, das war gerade der Mittelturm. Ha. Ja. Ich glaube, hier in dem Bergfried ist auch noch ein Kamin. Der sind. Ja, unten. Genau, ah, da war das. Ah, auch schon. Hier ist er. Mal sehen, was darauf steht. Verloren im Glas zwischen Wurm und Wasser. Stellt sich der nächste Zettel. Der nächste Zettel muss irgendwo im Innenhof sein. Boah, ich habe zuletzt Vampire Storm 2 gespielt und da ist das Schloss ja ein bisschen anders aufgebaut. Ich weiß es nicht mehr. Ah, da haben wir den auch schon. Ja. Das ist jetzt der vierte? Der vierte, ja. Hier ist er. Mal sehen, was darauf steht. Eine breite Halle, ein blauer Teppich. Der nächste Zettel liegt dort, wo man hingeht, wenn man genug gesehen hat. Das ist schon etwas schwieriger. Wo ist eine breite Halle? Ich würde sagen... irgendwo im Eingangsbereich. Ja, genau, nach Süden. Und wenn man genug gesehen hat, wo geht man hin? Zum Ausgang. Eben. Das ist also hier. So, genau, und da vorne sollte er liegen. Ja, hier haben wir ihn auch schon. Hier ist er. Mal sehen, was darauf steht. Großes Wissen. Gestapelt zwischen starken Holzplatten. Dort findest du den nächsten Zettel. Großes Wissen. Vielleicht sind Bücher gemeint. Nein, nicht wenn sie gestapelt zwischen Holzplatten sind. Zwischen den Bücherregalen? Ja, ja. Ein Gästebuch. Mal sehen, wer hier so alles das Schloss besucht hat. Raziel, ich kam, sah, ich habe gegessen. Schriegbeck. Ich muss schon sagen. Hier wird reichlich gespammt. Coldy, hey Schriegbeck. Das wäre doch ein guter Ort zum... Du weißt schon was. Sehr, sehr seltsam, was hier für Leute waren. Ja. Okay, wir suchen weiter nach einem Zettel in einem Bücherregal. Hier ist unser Zimmer. Pass auf, es gab hier irgendwo eine Bibliothek. Und dafür musst du einmal ganz rum und ein Stockwerk höher. Bist du da sicher? Also ich bin... Das ist auch dann da, war? Nö, da vorne ist es. Ja. Die sind ja meistens nicht allzu weit voneinander entfernt, dass man nicht immer komplett hin und her laufen muss. Am Ende muss man, glaube ich, recht weit laufen, oder? Ich habe die dann irgendwann nicht mehr gefunden, weiß ich nicht. Aber hier ist weiß er. Auch nicht mal sehen, was draufsteht. Ein Dunst von Blut. Sich der nächste Zettel labt. Das weiß ich jetzt aber auch. Dunst von Blut? Wo soll denn hier Blut sein? Natürlich da, wo du die Ratte getötet hast. Das war doch nicht ich. Na, ach so. Das war Aska. Ah, Entschuldigung, beinahe, dass ich dir sowas unterstelle. Aber gut, wir gehen natürlich dementsprechend in den Kerker. Und es hängt wieder. Immer diese Frame-Einbrüche. Ich bin immer durchgedreht, wenn ich hier das gemacht habe. Weil ich irgendwann... Dann habe ich zwischendurch gespeichert, weil ich irgendwie aufhören muss und dann... Oh... Dann musste man wieder alles
nochmal gucken. Und dann Ja. hat man aus Versehen wieder den falschen Zettel angesprochen und durfte Und alles von nochmal von vorne vorne machen. machen. Genau. So. Okay, und da haben wir den Duschraum und die Vorratskammer. Wirklich ein grausames Schauspiel. Ja. Hier ist er. Mal sehen, was darauf steht. Einst wurde in diesem Raum geherrscht, doch nun befindet sich der nächste Zettel dort. Oh, das wird wirklich immer schwieriger. Dort wurde geherrscht. Vielleicht irgendetwas mit König oder so. Ja, einen Thronsaal direkt gab es hier, glaube ich, nicht. Doch, der ist Echt? nämlich hier direkt nebenan. Ach ja, stimmt ja. Nebenan. Ich dachte, das müsste irgendwo zentraler Nein, Raum sein, aber das hier ist ja gibt. auch zentral, mitten in der Mitte. Ja, mitten in der Mitte. Also in einem mittleren Gebäude, aber ich hätte mir direkt mitten in der Mitte vorgestellt. Okay, und hier am Thron ist der nächste Zettel. Wir können auch erst einmal den Geist befragen. Den Geist. Du kannst mich sehen? Natürlich, ich bin auch untot. Wie alle anderen Geister auch, hast du noch ein Problem. Sonst wärst du nicht mehr hier. Du bist wirklich schlau. Ja, ich habe ein Problem. Zu Lebzeiten war ich der Diener des Herrn dieses Hauses. Doch nun. Nun, ich glaube, weil ich meine letzte Aufgabe noch nicht erfüllt habe. Es klingt etwas seltsam, aber bevor ich starb, sollte ich noch ein Buch für meinen Herrn holen. Es ist ein Buch über die Geschichte des Silbers und seines Verkaufspreises. Das haben wir gerade gesehen. Richtig. Wir haben es schon gelesen, aber wir müssen da dann nochmal vorbei. Der gibt sich wahrscheinlich während wir da langlaufen. Und dann bringen wir das dem Geist mit. Wie bitte? Na, wegen eines einfachen Buches. Hast du keinen Frieden? Ja. Ich werde das noch holen. Das würdest du tun. Danke. Okay, aber jetzt erstmal hier zum Schlüssel. Zettel. Das ist ein Zettel, kein Schlüssel. Der Schlüssel zu dem Rätsel. Ja, das stimmt. Hier ist er. Mal sehen, was darauf steht. Der nächste Zettel liegt in dem Korridor. Du wirst ihn finden. Verdammt, im Schloss gibt es viele. Ja, draußen gibt es auch noch viele. Fässern, Beeten, in Ecken. Okay, das befindet sich draußen. Ich glaube, ich weiß auch noch, wo der genau war. Ja, ist nicht so weit weg. Wie du schon sagtest, sie sind Genau. dann eigentlich doch nah beieinander, waren nicht mehr so bewusst. Ja, die ersten Mal habe ich auch immer wieder noch den falschen erwischt. Deswegen. Aber es ist zwar schon ein paar Jährchen her, wo ich das gespielt Ja. habe. Genau. Aber ich habe die Zettel tatsächlich noch halbwegs in Erinnerung. Ja, ist bei mir ähnlich. Hier ist er. Mal sehen, was darauf steht. Die Gebeine Verstorbener verbergen den nächsten Zettel. Ha, das ist wieder leichter. Gebeine Verstorbener. Ey, hier laufen eine Menge Skelette rum. Ja gut, aber es wird der Friedhof sein. Ja, klar. Alles Aber. andere wäre zu vage. Das stimmt. Wer als Okay. letzte Aufgabe noch was? Nun haben wir hier den letzten. Ne, den nächsten Den jetzt. nächsten. Es sind noch ein paar, ich habe jetzt nicht Ich mitgezählt. auch nicht, aber es sind 20. Das Hier sind ist noch er. einige. Mal sehen, was darauf steht. Der nächste Zettel mag den Duft von gekochtem Fleisch. Gekochtes Fleisch? So. Gibt es irgendwo eine Küche? Ja, haben wir schon gesehen. Richtig, ich weiß nicht mehr, welches Stockwerk. Erstes oder zweites? Erstes. Wir haben erst, glaube ich, im zweiten geguckt, da war aber nichts. Stimmt. Dann gehen Genau. wir hier rein. Und dann gleich, dann links, ne? Hoch und links. Rechts. Rechts. Ach, Musst Mist. aber auch erst überlegen. Nicht Ja. wegen der Richtung, sondern. Naja. Ja. Wie das so ist, ne? Nee, dann war das doch im Das war zumindest in der Den Ecke. gucken wir gleich im zweiten. Ja, wir können einmal komplett rumgehen, um das Buch zu holen. War Oder ist das das nicht auch auch? im Ich glaube zweiten? es. Ja, es Nein, kann. es war im ersten.
Ich glaube nicht, im zweiten ging es nicht weiter, aber das machen wir natürlich auch gleich. Aber da müssen wir in die Ecke sowieso nochmal hin mit einem Zettel, um da einen zu holen, meine ich. Du hast recht. Da ist noch einer bei dem Verwalter. Genau. Das okay, hier ist der Zettel in der Küche. Hier ist er. Mal sehen, was darauf steht. Engelstatuen senden ihren Heiligenschein auf die nächsten Zettel. Also dann eine der Statuen an den Zettel. Ey, es gibt so viele Engelstatuen. Ja, wir werden einfach mal hier lang gehen. Das war so das, was ich nicht mochte. Da habe ich mich auch immer, habe ich auch mal hier gesucht. Wir haben schon zwei, keine HD. Ach, da war das mit der Truhe. Siehst du, dann laufen wir gleich lang weiter vorbei. Hier war durch der Eiszauber. Nee, der war oben, da war wecken. Ach so, okay, du hast recht. Dann können wir hier gleich das Buch abholen. Genau. Das war hier in dem hinteren Regal, wenn ich mich irre. Ja. Hier steht das Buch über die Silberproduktion. Du erhältst ein Buch. Yay! So. Okay, Engelsstatue. Dann gehen wir hier weiter. Hier, genau, hier waren auf jeden Fall welche. Aber da hat keine Dinge. Wieder drei ohne. Und dann im nächsten Gang? Genau, da ist es. Hier ist er. Mal sehen, was darauf steht. Für die, die über 18 sind, wer Lust hat, hätte ein Trinkspiel draus machen können. Immer bei dem Wortlauf. Hier ist er. Mal sehen, was darauf steht. Ein Trinken. Gute Sache. Für alle Jüngeren, ihr habt es nicht gehört. Oder ihr nehmt Cola. Ist auch frische schön. Luft und gute Aussicht sind alles, was der nächste Zettel will. Gute Aussicht. Das Trinkspiel für die Jüngeren wird dann auch schön zu Schlafentzug führen. Oh, hier haben wir ihn gleich. Und eine gute Aussicht. Wäre sie nicht so pixelig, aber das ist bei diesem Spiel ja völlig in Ordnung. Das ja, also, man hat ein bisschen Wasser, man hat Berge. Ja, was will man mehr? Hier ist er. Mal sehen, was darauf steht. Der nächste Zettel liegt dort, wo das Gerippe eines längst Toten weiter ihr Unwesen treibt. Und den Zustand des Schlosses kontrolliert. Wie bitte? Ein Toter kontrolliert den Zustand des Schlosses? Naja, hier sind nur Tote. Das müsste dann, da bei der Seba, genau. Haben. Da war ja der Schlossverwalter. Mit dem wir noch nicht gesprochen haben, aber ja. Ja. Der sitzt hier sehr verwaltend vor einem Zettel. Und läuft auf der Stelle. Hör, ich bin für die Überwachung des Schlosses verantwortlich. Na dann pass mal gut darauf auf. Natürlich, Herr. Der Gebieter soll mich nicht vernichten, Herr. Das macht er nämlich gerne. Hier ist er. Mal sehen, was darauf steht. Suche 8 Säulen. Findest den nächsten Zettel. Ach, verdammt. 8 Säulen soll ich suchen. Naja. Das kann ja wohl nicht so schwer sein. Ich glaube, die waren unten oder oben in der Mitte. Auf jeden Fall in der Mitte. Ich bin mir auch nicht sicher, ob unten oben. Siehst du, ich glaube oben. Aber irgendwo in der Mitte halt. Da gibt's ja nur ein paar. Vier Möglichkeiten gibt's dann. Okay, okay, hier war's scheinbar nicht. Im nächsten, es gibt da ja jetzt so einen Mittelgang. Nee, der auch nicht. Okay. Und das hier auch nicht. Auch vielleicht ein Stockwerk darunter. Oben? Ja, ich gucke erst. Oder sind oben die Engel, das kann auch sein. Da waren die Engel. Ja, dann waren da die Engel, das stimmt. Ja, dann geholt. Können wir gleich runtergehen. Okay, hier noch schnell hoch. Dann müsste da auch schon die Treppe sein. Hier sind 4 Säulen. Und dann jetzt aber oben, würde ich versuchen. Ja, ich bin eher für doch oben. Ja. Ich sag hier ist er. Mal sehen, was darauf steht. Stufen sind der Ort des nächsten Zettels. Sie führen direkt zu ihm. Das ist bitter. Also, Stufen führen zum nächsten Zettel. Hier gibt's viele Stufen. Ja, wir probieren erstmal die nächste Treppe aus. Und das ist die hier. Aber ja, irgendwo war es ja offensichtlich. Dann probieren wir mal die auf der anderen Seite des Ganges aus. Weil unten war es, glaube ich, nicht. Also es war auf so einer Steintreppe auf jeden Fall. Außerdem ist das hier das dichteste. Ja, das ist auch.
Genau, da ist es. Da ist er. Hier ist er. Mal sehen, was darauf steht. Frischer Wind weht über dir. Such das Zentrum des Gedachten des Schlosses. Also los. Such dich mal die Dächer ab. Ja, mach das mal. Wir können ja mal auf dem mittleren Dach anfangen. Ja, da war... Da ist ah, er da ist er. Super. Wo müssen wir da nur noch hinkommen? Ich wollte gerade sagen, da war nämlich auch irgendwas drauf. Das ist dann auch einer der letzten, glaube ich. Ja, dann kommt, weiß ich, auf jeden Fall bei einem noch, wo er direkt ist, ohne da die jetzt okay, ins, hier einmal hoch. Die Aufschrift im Kopf zu haben. Hier ist er. Mal sehen, was darauf steht. Das Ende ist nah, gib nicht auf. Der nächste Zettel liegt ganz in deiner Nähe. In der Nähe? Genau, ging's wohl nicht. Bastard. Doch hoffentlich lohnt sich die Belohnung auch. Oh, hier meine Truhe. Hier nehmen wir die Truhe mit. Ein Speicherstein erhalten. Sind wir bei 7. Ja. Ach, da haben wir den nächsten Super. Zettel schon. Ja, kann man da nicht runterspringen. Er ist vorhin auch schon aus seinem, von seinem Balkon gesprungen. Ja, aber das war ja ein Fluchtreflex. Natürlich, er ist ein Vampir, er übersteht den Schaden. Ist genauso wie bei Fable, als Held kriegst du halt keinen Fallschaden. Du kriegst schon, es tut auch weh, aber weniger als normalen Menschen. Ja, aber... Hier ist er, das was darauf steht. Der vorletzte Zettel steckt an einem Ort, der eine gute Aussicht auf den Innenhof bietet. Also wieder mal irgendein innerer Balkon. Also unten und dann der erste. Ja, der hier ist am dichtesten. Hier sehen wir auch. Ne? Also ich nutze, da unten ist eigentlich nicht mehr der. Ja, der da drüber. Aber da müssen wir, glaube ich, das gesamte Stockwerk. Ja, das gesamte Stockwerk und dann oben wieder und unten. Ja, dann oben wieder zurück und so. Aber geht ja noch halt nicht. Ja, das stimmt, wir haben ja immerhin die schnelle Schrittgeschwindigkeit. Wäre ja extrem nervig, das alles ja, das war etwa die Hälfte der Zeit. Weil es ist doch nur die Zeit, dass wir brauchen. Das ist ja. Das denke ich ja, das hält auch echt nicht auf, dass man mal so davor und denkt sich, bewegt dich. Das ist im Spielen auch mal besser, wenn man laufen kann. Ja. Okay, dann sind wir raus. Irgendwie dachte ich gerade, wir müssen jetzt nochmal die Treppe hoch. Hier ist er, mal sehen, was darauf steht. Und der letzte Zettel führt dich an den Anfang zurück. Und das denn? Na, zurück ins Zimmer. Genau, wir gehen jetzt einfach wieder zurück ins Zimmer. Ganz ehrlich, da hätte er von dem Balkon auf den da drunter nicht springen können. Der stand ja ein bisschen vor. Aber nein! Wie soll denn das gehen? Ja, ich weiß auch nicht. Echt. Naja, aber man hält es ja noch aus. Genau, und Wolfsverwandlung und Fledermaus haben wir noch nicht. Nein, die kriegen wir erst später. Genau, kriegen wir gleich im Anschluss oder so, weiß ich nicht. Naja. Nee, das dauert noch ein klein wenig. Zumindest durch die Zeit. Nach dem Rätsel hier werden wir auch erstmal eine Aufnahmepause machen. Wir nehmen jetzt immerhin schon 1,5 Stunden ungefähr genau. auf. Das stimmt. Und bei der nächsten Aufnahme ist Miss Odete vielleicht auch nochmal wieder dabei. Wäre schön, wenn ich nochmal darf, wenn ich mich nicht zu dämlich angestellt habe. Okay, und hier ist der letzte Zettel. Da gab es auch keinen Kommentar mehr zu, ich habe es schon bemerkt. Hier ist er, mal sehen, was darauf steht. Sehr gut, Walna, deine Belohnung wartet auf dich. Aska. Endlich. Jetzt bin ich aber gespannt, was ich von dir bekomme. Und ab nach oben. Wirklich sehr gut, Walna. Aber ich hatte auch nichts anderes erwartet von meinem besten Sklaven. Hier ist deine Belohnung. 3 große Seelensteine. Steine und dieser mächtigen Zauber. Golembeschwörung. Das ist auch schön. Wie bitte? Seelensteine und ein Zauber? Was soll das?
Wallner, komm mit. Ich erkläre es dir. Lass uns in mein Magierzimmer gehen. Na gut. Ja, das Magiezimmer. Das Zimmer befindet sich unterhalb des südwestlichen Eckturmes. Okay, dann gehen wir hier mal in die Aufnahmepause. Und sehen uns dann bald wieder. Yes, bis dann. Tschüss. Ciao.